Nice guard, okay. 50 Cent is coming. Sorry. Oh, we gotta get out of here. Shooting is a good neighborhood. Ich gebe euch einen Tipp, gleich wird jemand ein Interview mit ihm machen. So. Du machst einen da könnt ihr euch. Ja, hey. Maria. Da sieht man, wer die richtigen Fans sind. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf dem Mittelmeer Frauenfeld. Tag 3 mittlerweile. So, wir haben Samstag heute. Heute ist der letzte Tag. Wir packen heute zusammen. So, ihr seht heute nochmal, wir haben jetzt 11.40 Uhr, so 20 Minuten vor Einlass. Das ist der Blick von der Mainstage. Hier wird gerade fleißig aufgebaut. So sieht das Ganze aus, wenn hier noch nichts los ist. So, wir schauen mal, was im Backstage abgeht. So, da kann ich leider nicht filmen. Aber der wird jetzt gerade eh total leer sein. So, ich habe mal durchgeguckt, ich bin von durchgelaufen. So, da ist wirklich noch niemand. Die ersten Künstler treten ja auch erst so gegen 13 Uhr auf oder so. Hier seht ihr mal das Timetable. Also, das ist die Südstage. Angel Haze, Mobb Deep, Sido, Wiz Khalifa. Also, krasses Line-up. Mir uns ist aufgefallen, so, die haben hier auf dem Open Air Frauenfeld nicht so viele Acts gebucht. Dafür haben die richtig krasse große Namen. So. Also, steht auf jeden Fall hier richtig für Qualität. Und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß dabei. So, ihr könnt euch auch nochmal alles reinziehen auf der OAF 16 Live-Seite auf hiphop.de. Wir können euch leider aus rechtlichen Gründen nicht alle Auftritte zeigen, so, aber wie gesagt, checkt die Live-Seite ab. Und viel Spaß. Habe ich euch ja eben noch die KIZ-Sachen hier gezeigt. Aber da liegen halt einfach BHs und so rum. Jetzt ist die Frage so, tragen die Jungs das privat oder sind das Überbleibsel von der Tour oder was geht da? Jetzt sind wir auf jeden Fall gerade bei der 187 auf der Straßenbahn auf der Bühne, so Abriss vom Feinsten. Die bringen richtig krass viel Energie, so zu Zehnt oder so, keine Ahnung wie viele da immer auf der Bühne sind. Es ja. Hat so richtig Wu-Tang-Feeling, wenn die da genau. Auf der Bühne stehen, performen. Ja. Auf jeden Fall geil, so Motrip hat zugeschaut, so Joker hat zugeschaut. Wer war noch da? Weiß gar nicht. Vorne kommt Ratazo, vielleicht gönnt er sich das Ganze jetzt auch. Auf jeden Fall, krass, ne? Es ist schon ein bisschen Lärm so, aber es passt auch. Also es ist viel Energie, Alter. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das 187-Fans jetzt alle waren oder sich mitreißen lassen haben. Also die Crowd ging extrem krass ab so. Ja, Mann, Alter, wenn du Bones, Jesus und Maxwell und so hast und die schreien die ganze Zeit rum. Und die schreien auf der Bühne halt die ganze Zeit rum und bewegen sich. Das war so das Gegenprogramm zu Future, Alter. Die rennen und her, schreien, bla bla, dies, das, also Interaktion. Also auch Pyrotechnik in so ein Publikum angegangen und so, genau. Ja. Also voll die Stimmung so. Die haben auch einen Ball und so reingeschossen, so, weißt du das? Einfach so. Ja. Korrekte Jungs, muss man so sagen. Die haben auch alle die Hand gegeben und so, alle schon nett gegrüßt. Kevin Gates haut gerade ab, seine Entourage. Ari hat eben ein Interview mit ihm gemacht, so, ich schwör's euch, wenn ihr Kevin Gates kennt, Really, Really ist so mein Lieblingstrack von ihm. Der geht wirklich voll ins Ohr so, weil der hat da so diesen Style, der singt sehr viel, weißt du? So liebe ich, aber ich verstehe kein Wort. Ich habe das einfach mal 15 Jahre 50 Cent hören zu verdanken, dass ich Kevin Gates verstanden habe. Der nuschelt auch so, ja. Bisschen wie Oggy und die Kakerlaken oder wie die Kakerlaken synchronisiert wurden. Ja, aber auf jeden Fall zieht euch das Interview rein, ey. Ein sehr interessantes. Vor allem voller Stress, ey, guck mal, die hätten eigentlich ein Interview machen sollen, die hätten noch 15 Minuten Interview machen sollen. Aria geht so ganz gechillt in unseren Bus und plötzlich in dem Moment, wo Aria hier rausgekommen ist, kommt der Manager zu mir und sagt, jo, wir drehen jetzt. Jetzt. Ja. Also er wartet da jetzt. Ja. Und hat sich herausgestellt, so das Interview hat er nach 2 Minuten abgebrochen vor uns. Ach, das, was der vor uns... Genau, hat er einfach abgebrochen, so hatte keinen Bock mehr gehabt. Krass. Ey, da bin ich auch gut weggekommen. Also ich hatte auch das Gefühl, so, er hat auf jeden Fall nicht so gute Laune gehabt. Oder du hast ihn ja auf das Shooting so. Angesprochen, ne? Ja, er kommt aus Baton Rouge, Louisiana, wo vor zwei Tagen dieser Typ ermordet wurde von den Polizisten. Und scheinbar ist er deswegen in dem anderen Interview so ausgeflippt, weil er nicht darüber sprechen wollte, er wollte über die Musik sprechen. Ja. Geil fand ich auch so, sorry, das muss ich jetzt einfach sagen, so wie du in die Hand geben willst, dann ignoriert dich einfach diese andere. Ja, lässt mich hängen, Alter. Das war geil. Hab ich mir auch gesagt, aber ja. Da gibt es ja auch dieses Interview von ihm, wo diese Moderatorin ihn so anfasst am Arm. Und er so voll zur Seite geht, so seinen Arm anguckt und sie so anguckt, weißt du? Also er will auf jeden Fall nicht angefasst werden. So. Shoutout auch nochmal auf jeden Fall an dieser Stelle an die Security von Kevin Gates. Junge, Alter, das waren erstmal so Schränke, ich weiß nicht. Hab ich noch nie gesehen sowas. Ja. Voll krass. Richtig beeindruckend, so angsteinflößend.
Ja, Dings, ich weiß nicht, wenn sich Leute damit beschäftigen, so Nation of Islam, gib das mal bei Wikipedia ein. Wann ist so, welche davon halt sicher? Viel Security, so Fruit of Islam und so. Ich weiß das nicht, das sah schon sehr ähnlich aus von dem, was man aus Filmen und Erzählungen und so weiter kennt und so. Boah, das gib das mal Wikipedia ein, das ist so voll das Hip-Hop-Thema, das müsst ihr eigentlich kennen, zumindest ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob die das waren, auf jeden Fall, ich komme an und erstmal so. mulmiges Gefühl gehabt so. Aber wir haben einen geröntgt, so mit dem Blick, ja, so voll, von oben bis unten. So. Ja, krass. Ja, war aber am Ende alles ganz smooth, alles ganz cool und ja. Jo, alles klar, wir sehen uns später. Ja. Bis dann. Guck mal, ich chill hier einfach so und bin hier so ein bisschen Backstage und da kommt jemand auf mich zu und sagt so, ey Dicker, ich kann eine Stunde am Stück durch Freestyle, so alles kein Problem. So, das werden wir jetzt testen. Ich habe meine Uhr dabei, wie ihr seht, so Stoppuhr integriert. Nee, aber mal ernst, du hast halt schon den ganzen Tag gefreestylt, so Cynic von Rapper Mittwoch. Du hast halt schon gefreestylt, so ihr hattet schon eure Rapper Mittwoch-Show. Hat man da nicht irgendwie so eine Kopfblockage, dass man dann sagt, so der Kopf macht zu, ey, ich kann nicht mehr freestylen, so ich will das eigentlich nicht mehr sehen? Also vorher will ich erstmal sagen, ich bin kein Freestyle-Head. Also es gibt super viele krassere Freestyler als mich auf jeden Fall. Und ich habe das auch, die Ankündigung war auch mit wo ich schon 3-4 Bier im Gesicht hatte, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Aber klar könnte man das. Es gibt keine Blockade. Es gibt weil du siehst immer wieder neue Sachen. Es läuft immer wieder der vorbei mit den engen Jeans, die gar nicht klar gehen zum Beispiel. Ne? Gefolgt von einem Halbschwarzen mit einer Goldkette, die auch nicht klar geht. Da steht jetzt hier jemand mit Heimratsecken, obwohl er lange Haare hat. Hier ist ein Polacke, der keine Arbeit hat. Direkt einfach mal alle beleidigt. So, alle beleidigt. So, alle hassen hier. Es gibt eine Fluktuation. Du kannst immer auf alles freestylen, was es gibt. Ne? Ja. Das ist ja das Geile. Und darf ich mal erzählen, wie ich dich kennengelernt habe vorhin? Sehr gerne. Ich laufe einfach so aus dem Backstage raus. Und da steht so ein Security, da steht so ein Typ, der vor ihm steht, einfach labert. Und ich komme immer näher und ich höre halt so einfach, dass einer steht und Freestyle, weil es einfach nur rappt. Und ich habe ihn nicht sofort erkannt, ja. Ich war noch am Telefon und so, laufe halt dran vorbei. Und plötzlich so auf die letzten 2 Meter merke ich, dass er es halt ist, weißt du. Und er Freestyle einfach so vom Security, so. Kennt er nicht, so wahrscheinlich gerade getroffen, so steht einfach da, Freestyle, so 10 Minuten am Stück, keine Ahnung. Ja, so geil. Ja, hab dann einfach Freestyle gemacht über deine Stirn, dass man das Champions League Finale auch mit einem Beamer auf deine große Stirn projizieren könnte. Und das sind einfach die Sachen, die einem halt irgendwie einfallen. Ne? Das ist sehr nett. Du bist vorbeigelaufen, hast einen auf Busy gemacht und so, nach dem Motto, du bist ja. Das ist doch geil. Das ist ja alles sportlich. Ja, guck mal, wie machen wir es? Also ich würde einfach mal sagen, du legst los, freestylst ein bisschen, zeigst ein bisschen, was du kannst und freestyle einfach ein paar Leute so. Battle doch mal ein paar Leute so. Einfach so vorbeilaufen. Würde ich sehr gerne machen. Okay. Ja, mein Name ist Cynic und ich bin nicht mehr am Start. Yeah, da läuft einer vorbei aus Zimbabwe, er ist mit 2 Leuten am Start. Ich bin gar kein Schändler, sieht aus aber wie die kann, beiden Weißen sieht aus wie Menschenhändler und sie laufen wieder vorbei. Trainingsjacke. Und ich denke mir, na, die Jacke, die ist ein bisschen kacke, aber ganz ehrlich, was soll die Wampe? Mach mal aus, diese Lampe, ist ja alles gut, der Polacke, der ist am Aschen. Ich bin Blicke am Erhaschen. Er steht jetzt vor mir. Du sollst dich gleich verstecken. Was ist da? Lange Haare und Geheimratsecken. Geht gar nicht klar. Die Kamera ist auf mich. Ich hol den Pimmel raus und piss auf dich. Und du bist dabei. Kennst du mich? Ja, dann verpiss dich, Bitch. Ist ja auch wieder gut. Ja, und so ungefähr geht das dann einfach. Er beleidigt einfach jeden, der vorbeiläuft. Ja, ich hab auch Bock auf Beleidigen. Ja, das ist eine Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall. Chef, wir weitermachen so an dieser Stelle. Beende ich das Ganze so. Viel Spaß! Mach später, Leute. Dude, hat Action Bronson, kommt einfach mal her so. Bruce Jahn sagt, hey, Bruce Lee, I'm a fan of yours.
Mir die Hand so geil. Aria die Hand so, Alter. Richtig krass, korrekter, süßer, sweeter, netter Dude. So. Ey, einfach so, sein DJ ist Alchemist. Der steht hier nirgendwo auf den Plakaten gar nicht. Einfach Alchemist kommt mit. Das ist so wie wenn, weiß ich nicht, kein Plan, Jay-Z kommt hier hin und sein DJ ist einfach Just Blaze. So. Ja. Mehr Star als die meisten Rapper hier. I'm already... Hallo. Bro, Helen. Come on, bro. What do you do? What do you do? Sorry. Oh, I love it. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Just a couple of questions. Action Bronson, hip-hop. What's up, my little homie? Arian, man. Feel good, what's good, what's good? Yeah, we got the same name, man. Arian. Oh. 50 Cent is coming. Sorry. Uh-oh, we gotta get out of here. Shooting's about to happen. The neighborhood. Police in the building. Man, show was amazing. Thank you. How you feeling, man? I feel great, man. I'm ready to fucking go lay. Man. I'm about to go lay down real nice. You hungry? Like, you hungry already? What do you mean? I haven't eaten all day, so I'm ready. I asked Alchemist whether you cook for him on tour, but he's like, nah, man, he's in rap mode. I saw the tears coming down his eyes. I know. Trust me, he knows what it is. He's had it before. But he said you were in Rome. You were in Rome. We were in a better place. Came Rome, Umbria. Fucking. Amazing. Ich liebe diesen Mann. Durch ein Interview so, gleich kommt 50 Cent, so, das nehme ich natürlich für euch auf. Exklusiv. Checkt mal die Mücken, Alter, wir sind vollkommen zerstochen. Sieht man das hier oben? So aufgeregt, Aria. Die rennen alle mit ihren Kameras. Jeden Moment ist jetzt so der Einmarsch von 50 und Squad. Gerade erfahren, dass der Lloyd Banks und so nimmt, was natürlich übertrieben geil ist, weil jeder weiß, Lloyd Banks ist eigentlich der beste Rapper, so der beste G-Unit-Rapper. Und einfach immer noch ein Nice-Up. Ich wollte gerade sagen, Young Buck, Alter, aber der ist halt nicht mehr dabei. Schon wieder. Weiß ich nicht. Ich bin schon seit 10 Jahren nicht rumlaufen. Ja, also da kommt auf jeden Fall. Da ist er, da 50. Ja, da ist er. Das dürfen wir leider nicht filmen, Freunde, aber der läuft aber 50 Cent vorbei, so ganz gechillt. Er sieht aus wie im Fernsehen. Ey, sieht echt aus wie im Fernsehen. Einfach nice. So richtige Kanten an seiner Seite. Entourage. Kid, Lloyd Banks und so. Tony Yeo soll auch noch kommen. Ich feier Lloyd Banks hart. Du bist ja eh ein riesen Lloyd Banks-Fan, ne? Ich feier den, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte rauskam, was ich voll gefeiert habe, aber zwischendurch, nachdem der früher eher langweilig für mich war, ist der richtig gut geworden. Wie hießen diese ganzen guten Releases von aber Lloyd Halloween Banks? Havoc hat mir schon gefallen, das letzte, zwei. Fand ich geil. Weißt du, das waren immer nur Mixtapes, so Alter. Corona 2 und so, ja. Schon geile Sachen. Sehr, sehr, sehr guter Rapper auf jeden Fall, aber ich habe auch länger nicht gehört. Ich weiß gar nicht, ob es was Neueres gab, was ich hätte hören müssen. Weiß nicht, aber eigentlich immer Schuhshot so, ne? Immer so was Neues sieht, kannst anmachen und so. Ja, da hat er immer der gleiche Sound und bla, ja, was halt cool. Wie das bei vielen guten Rappern ist, tausendmal gleiche Song, aber danke, genau. Mach weiter, mach den noch 30 Mal den Song. Auch so ein krasser Rapper ist dieser eine da, dieser von Alias, dieser, wie heißt der, dieser neue da, dieser Kolja. Richtig krasser Rapper. Jawohl, dobre Wetsche, alles gut. Was geht eigentlich bei dir so? Guck mal, Alias ist bestimmt seit 10 Stunden weg so und du chillst hier so, trinkst. Wir haben uns alle auf 50 Cent gefreut. Der Erich kann es ja kaum erwarten. Deswegen haben wir uns zusammengeschlossen und dachten uns, in vorfreudiger Erwartung, jetzt sind die jungen Herrschaften vorbeigelaufen. Und let's have a look, schauen wir, was da geht. Wir genießen das so, schätze ich mal, oder? Auf jeden Fall. Bist du 50-Fan? Ja, natürlich. Ich denke, jeder, der mit Rap in general zu tun hatte, hat auf jeden Fall Get Rich or Die Trying, so die erste Platte, so die offiziell released wurde, gehört und auch gefeiert und hat uns alle geprägt, denke ich. Ne? Also, es gab fast nichts Besseres. So, das war das erste Mal, glaube ich, seit 15 Jahren, dass wieder so eine Knarre auf dem Cover zu sehen war. Und miese Kiste. So. Und du machst jetzt alle den Rücken so. Jeder Rapper braucht ja so einen Rücken, weißt du? Braucht den Rücken. Ja? Ich weiß nicht, ich glaube, Ali bewegt sich gar nicht in den Gefilden, dass er einen Rücken braucht. Ich habe mal gehört, dass da auch mal Anrufe gekommen sind und so. Und ich musste natürlich ein paar Sachen klären. Aber Ali ist ein sehr guter Junge und hat sich natürlich ein paar Mal gerade gemacht, was natürlich in der offiziellen Rap-Szene nicht so oft vorkommt oder nicht in den Medien auftaucht, wo er auch bei Leuten eingeladen war, wo er sich gerade gemacht hat. Ich habe viele Leute kennengelernt auf diesen ganzen Festivals. Ich muss sagen, ich glaube, Ali ist einer der wenigen, die richtig 100% gerade sind. So, ansonsten, wenn ihr aber Stress habt, also rufst du mich an, ne? Ich kläre das für dich und wünsche dir noch viel Spaß. Ja? Dabei. Ciao, ciao. Verschlieben. Wir müssen an die Bühne jetzt immer hinfliegen und warten.
Boah, der hat eine Idee. Ja, irgendwann muss das ja auch rauskommen. Ja, vielleicht gehen wir hinten aus dem Pappen euch an. Ich gebe euch einen Tipp, gleich wird jemand ein Interview mit ihm machen. So. Du machst ein Interview. Da könnt ihr euch, ja, Maria, da könnt ihr euch hier reinsneaken, so ins Bild. Ich bin Praktikant. Nein, echt. Bevor wir Lügengeschichten erzählen, so Banks und Yeo und so. Da sieht man mal, wer die richtigen Fans sind, ja. Da sieht man, wer die richtigen Fans sind. Ey, Roots hat jetzt gesagt, Bruder, ich hab den auf Kebab-Spieß eingeladen, das. Dann kriegst du meinen Pulli. Ja. Guck mal, ich mach jetzt meinen Plan, macht ihr euer Interview, ich mach gleich mein Selfie mit ihm. Ja. Was geht ab, Freunde? So, wir gucken gerade 50 Cent. Und wir standen vorne im Haftbefehl, Motrip und so Toxic, die kommen alle zusammen. Wir steigen jetzt aufs Dach. So, Freunde, damit verabschieden wir uns so. Wir gucken ja so ein bisschen 50 Cent. Der ist gerade auf der Bühne so mit der ganzen G-Unit. Tony Yeo ist am Start, Lloyd Banks. Kid Kid hat Aria ein Interview gemacht. Vorne steht Toxic noch mit Haftbefehl und Motrip und Joker und Larry und keine Ahnung, wenn auch noch alles ist. Die ziehen sich auf jeden Fall die Show rein. Wir alle sind im Bus, so wir stehen wir sind oben auf jeden Fall. Und wir sehen uns morgen.